Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Team Berdeborn. Wir machen weiter. Und wir haben mittlerweile schon 15 Robobiber, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Die Faulwasserflut ist vorbei, das heißt, hier können wir auch ein bisschen Kasala geben. Hier befüllen wir jetzt einfach mal kackendreißes Becken. Und ja, so kann das natürlich auch bleiben, ne? Da habe ich nichts gegen, wenn das hier vorne so dünn runterläuft. Dann machen wir hier die Pforten wieder auf. Immer wichtig, Pforten wieder aufmachen. Kriegen wir da nämlich auch mal wieder ein bisschen flüssige Nahrung nach, hätte ich beinahe gesagt. Und wir konzentrieren uns mal darauf, dass wir hier langsam aber sicher Grünzeug anbauen. Ist jetzt ganz wichtig. So, mag das doch. Fellbereich haben wir hier ja schon gesetzt. Wie viele Biber haben wir denn gerade über? 11 Stück, hoppala. Upsi, sorry. Einfach mal weggespült, den ganzen Bums. Gut, 11 Stück haben wir übrig. Ich wollte jetzt eigentlich mich einmal kurz hier hinstellen und sagen, pass auf. Ne, das ist dumm. Fangen wir mal von vorne an. Ich wollte mich eigentlich hinstellen, sagen, pass auf, bitteschön. Damit sie das hier einmal weggrasen, bitte. Hier unten gehe ich nicht bei. Aber ich könnte hier nachher eine Treppe runtersetzen. Dann könnte ich theoretisch hier auch noch ein Fellbereich hinmachen. Bis hier. Viel mehr würde ich auch gar nicht machen. Bis hier setzen wir Fellbereich. Hier quakt er direkt rum. Das Ding müssen wir wegreißen. Priorität bitte ganz oben. Und dann die Dansky. Würde ich sagen, jetzt kommt etwas. Da wird sich der eine oder andere von euch mit Sicherheit auch drüber freuen. Die Energie hin da. Der muss noch einen höher, ne? Ich überlege gerade, wie ich das jetzt am dümmsten baue. Ich will ja auch keinen Platz verschwenden, theoretisch hier. Ich kann ja einfach mal hier durchziehen. Bauen tust es dann sowieso, das interessiert mich aber nicht, das stört mich auch nicht. Können sie ja gerne machen. Mir geht es darum, dass ich hier Energie rüberkriege jetzt. Weil hier sollen ja nachher unsere Roboter arbeiten. Oh wait. Jetzt mal pausieren sollen. Ihr sollt ja nicht direkt anfangen. Vielleicht muss da noch. Vielleicht muss da auch noch eine Etage oben drauf. Hallo? Hat mal einer nachgefragt? Nein, scheint zu passen, okay. Wie breit ist das Ding denn? Ja, klar, komm, mach. Also theoretisch. Theoretisch. Würden hier zwei Stück übereinander passen. In der Praxis habe ich jetzt einen ganz lapidaren Fehler gemacht. Ich brauche noch hier dieses Schmierholz. Hier behandeltes Holz. Verstärkte Bretter, so rum hießen sie. Die brauchen 250 PS aus. Wo nehme ich denn die jetzt nur wieder her? Ich möchte da mal was vorbereiten. Klingt auch wieder sehr glaubwürdig, ne? Das Move. Aber zeige ich euch. Den pausieren wir. Den kann er weiterbauen. Kann er hier hingehen. Macht noch einen auf diesen. Den hier hin. Energie rüber. Stück Weg. Brauchen wir noch ein Lagerhaus, ne? Wo lagern wir die Bretter denn mittlerweile ein? Hier. Großer industrieller Stapel. Ja, und da kann er mit sich halt die Schmierbretter reinpacken. Gut.
Speicher, großer industrieller Stapel. Kommt hier hin. Weg hin. Schmierholz. Ich weiß nicht, warum ich das Schmierholz nenne. Frag mich nicht. Aber bitte, viel Spaß, viel Erfolg, viel Vergnügen. So, wo hängt's hier? Hier hängt's wieder mal am Weg. Bitteschön. So, jetzt müssen wir theoretisch, wie von der Tarantel gestochen, loslaufen. Was sie schon gar nicht mehr an sich halten können und müssen sagen, boah, Holz? Du möchtest Holz? Natürlich gebe ich dir Holz. Bin mal echt gespannt, wie viel Energie da nachher durchläuft. Au. Was wäre denn, wenn ich euch umlagern würde? Was wäre denn, wenn ich euch stattdessen hier hinsetzen würde? Wäre geiler, ne? Sehe ich doch genauso. Guck mal hier. Oh nein, jetzt seid ihr arbeitslos. Macht nichts, ihr seid gleich wieder in Dienst. So, Baustelle wichtig, Baustelle wichtig. Schickt mal ein paar von unseren Hartz-IV-Robotern rüber da. Ihr pflanzt mir bitte auch nur Eiche. Mach mir mal alles voll mit Eiche hier. Immer Eiche, Eiche, Eiche. Dauert zwar ewig, bis der Bums wächst. Aber dafür ist das Ergebnis besser. Ja, wo müssen wir in Materialien reinkommen, Alter? Die geben aber auch Vollgas, ne? Hier richtig Kahlschlag und so. Aber Kahl. Irgendjemand hat einen Kahl geschlagen. Das war nicht gut. So, dann könnt ihr mich hier nochmal einen Weg langziehen schon mal. Überall, wo es geht. Hier kommt dann irgendwo der Förster hin oder zwei und dann kommt hier auch nur Eiche. Wie gesagt, dauert ewig, bis sie wächst, aber bringt ja am meisten Ertrag. Aber den ganzen Pudding hier, den brauchen wir später. Habt ihr eigentlich hier unten keinen Fellbereich? Natürlich nicht. Digga, warum sage ich denn Pflanzen mal was, ne? Bäume und Büsche pflanzen. Also. Wie groß ist denn das Ding? Viermal, ne? Also zweimal zwei Felder. Eins, zwei, drei, vier. Ja, zweimal zwei Felder. Also, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, zack, whoop. Gehandelte Bretter, na. Eventuell sollte ich euch auch sagen, ihr solltet das mal ein bisschen schneller bauen, bitte. So, das halte ich doch mal für eine sehr gute Idee. Das, um mich richtig hinzusetzen, das war vielleicht auch nicht die verkehrteste Idee, die man haben kann. Was macht unsere Nahrungsmittelversorgung denn? Ja, 414, ne? Alter, wenn ihr das im Hintergrund sehen könntet, dann seid froh, dass es keine Aufnahmen hiervon gibt. Seid einfach froh. Meine bessere Hälfte steht hier neben mir und wir unterhalten uns auf Zeichensprache. Bei ihr war die Message, ich hab Hunger. Bei mir war die Message, ich nicht. Aber dann ess doch. Und bei ihr war die Message, nein, ohne dich esse ich nicht. All sweet.
Na? Na, wie weit sind wir denn? Ich habe zu wenig Bauarbeiter, habe ich das Gefühl. Dort habe ich so Jons Horde im Urin, du, dass ich zu wenig Bauarbeiter habe. Oh. Nein, nein, reiß doch nicht alles ab. Nur das hier vorne. Und dann hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. So, dann bauen wir eben nochmal ein weiteres Bauarbeitergebäude. Was haltet ihr denn von der Idee? Super, ne? Bei 13 Leuten kann man das, glaube ich, mal machen. Hier, komm, machen wir noch so eine Bauarbeiterunterkunft. So, fertig hier. Habe ich auch noch so ein bisschen, ja? So ein bisschen. Hier, bam, direkt priorisieren. Direkt wegpriorisiert, habe ich gesagt. So, und hier, wie gesagt, kommt ein großes Wasserrad hin. Es wird so schön. Weil die können dann wahrscheinlich auch noch arbeiten. Genau, die können dann wahrscheinlich hier auch noch arbeiten, wenn das Wasser dementsprechend hier ein bisschen faul wird. Wie gesagt, Robobiber identifizieren sich ja nicht, infizieren sich ja nicht, meine Güte. Ja, und mein Stream-Deck so, schön. Düdüm, düdüm, hi, da bin ich wieder. Benutz mich. Nee, lass mal. Mädels, habt ihr das Gebäude fertig oder wie oder was oder wo? Ist ja der Wahnsinn. Das kriegt ihr direkt fertig, seid ihr. Oh, nein. Oh, warte, hier. Nein. Oh, Das erste Schmierholz wird fertig gemacht. Alter, 2000. Nein, wir haben bald 10.000. Wir haben bald 10.000. Bald, liebe Freunde, ist es soweit. Sie werden sich selber reproduzieren. Ich brauche zwar 15.000, aber... Ja. Was soll ich sagen? Sie werden so schnell erwachsen. Mann? Pass mal auf, pausier mal den Bums. Nee, pausier mal nicht den Bums. Wir bauen da einfach eine Brücke rüber. Brauchst du nichts pausieren? Frag mich bitte nicht, warum. Boah, auf die hätte ich auch mal Bock, ne? Das funktioniert ja gut mit dem Übereinanderbauen. Kann ich nur Element für Element setzen, okay. Wir verdoppeln gleich die Forschungspunkte. Wir verdoppeln gleich die Forschungspunkte. 4, 8, 12, 16. 1600, 1000, bleiben noch 600 übrig. Er hat hier in seiner Holzwerkstatt noch 250 im Verbrauch. Das heißt, wir haben immer noch einen Rest über. Das ist doch schon mal gut. Da sage ich auf jeden Fall nicht nein. Haben wir 20 Robo-Biber. Oh, einer hat Stufe 12 schon. Mensch, der muss aber fröhlich sein, du. So, wie weit seid ihr mit dem Damm? Oh, Moment hier, ne? Also, das darf man jetzt aber nicht vernachlässigen. Wir müssen hier eventuell nochmal ein Stück Holz wegreißen. Wir müssen hier einen Weg lang bauen. Nee, dann müssen wir da schon mal keinen Weg lang bauen. Das wäre dumm. Wir müssen nicht nur da was wegreißen, wir müssen hier vorne auch noch was wegreißen. Und dann kommt der Weg nämlich hier vorne lang. Mhm. Weil hier muss er runter, da muss eine Kreuzung hin. Das muss noch ein ganzes Ende nach vorne, der Bums hier. Aber ich bin ehrlich gesagt schon froh, wenn ich sehe, wie es fertig ist.
Aber wir haben ja auch noch Energie über. Dadurch, dass wir hier noch Energie über haben, ich möchte ja wirklich nach und nach hier alles umstellen. Ich muss nur gucken, wo ich hier Energie herziehe. Beziehungsweise wie ich das mit der Energie mache. Also wie habe ich das denn hier gemacht? Wie weit bist du denn über dem Boden? Ein bist du über dem Boden, ne? Ja, ein bist du über dem Boden. Das ist ja bodenlos. Wie viel Energie habe ich denn hier noch übrig? Wir brauchen dann einer. Sechs Stück kann ich damit, glaube ich, betreiben. Ja, pass auf. Sechs Stück kann ich betreiben. Ich baue hier noch einen hin. Dann baue ich hier nochmal zwei Ladestationen. Alter, wie viele Biber haben wir über? Ja, komm, zwei Ladestationen hier auch noch mit hin. Wir switchen langsam aber sicher dann mal um. Wir haben jetzt 8,7k. Das dauert noch ein bisschen. Pass auf, wir machen Folgendes. Ich habe einen Masterplan. Ich habe einen Scheißplan. Das so und eventuell so. Vielleicht ist der Plan doch mal gar nicht so kacke, weil hier habe ich jetzt Platz. Wait, wie viel Energie brauchen die überhaupt? 50, 100, 150, 200, 250. Wie viel Energie braucht eine Ladestation? 50. Eine Ladestation braucht 50, du brauchst auch 50. Das passt. Wie geil wäre das denn bitte? Pass mal auf, priorisiere mir mal bitte die beiden als erstes. Dann stellen wir um die auf Roboter, die auch auf Roboter. In der Hoffnung, das funktioniert jetzt so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir haben noch 6 auf Reserve. Gehen welche kaputt? Haben wir noch welche. Rechne jederzeit damit, dass irgendwas hier den Geist aufgibt von denen. Dann müsste ich ja theoretisch ihn jetzt auch umstellen. Das ist doch Quatsch sonst. Jetzt haben wir noch 2 auf Reserve. Drückt mir mal die Daumen, dass das jetzt gut geht. Aber jetzt habe ich 18 normale Biber über, ne? Jetzt habe ich aber 18 normale Biber über. Gut, Zahnräderüberschuss. Wird schwierig zu rechnen, ne? So, jetzt bin ich nachher ganz assi. Hier mache ich eine riesen Holzproduktion hin, die mir nur Holz hier rüber kachelt. Dann baue ich hier noch ein paar Motoren runter. Baue hier nur noch Forschungsgebäude hin und fertig sind wir. Nein, natürlich nicht. Ganz so einfach kann ich es dann auch nicht machen. Ich bin schon froh, dass das funktioniert. Irgendwas verpasst? Nee, habe ich nicht. Egal, wir warten ab. Wir warten ab. Immer abwarten bei dem. Fehlt uns denn irgendwas? Naja, Holz kommt ja langsam wieder gegen an. Da haben sie ja sowieso Überschuss. Das läuft hoch. Ich müsste ja, wie gesagt, theoretisch ja hier nochmal welche hinbauen. Aber wobei, ich finde das Quatsch, weil... Das ist ja nicht das, was das Rezept braucht. Das ist ja das Lager. Hier steht das Rezept. Ein Robotergehäuse, ein Roboterkopf und 4 Gliedmaßen. Bin ja auch ein bisschen plan, ne? Keine Anleitung ausgewählt in 2 Gebäuden. Wie konnte ich das nur machen? Nee, Pilze. Alter, 9 Biber verletzt. Digga, der Krankenflügel ist ja gleich voll. Die sind arbeitslos. Einfach arbeitslos. Die brechen sich die Geräten, indem sie nichts tun. Das muss man auch mal schaffen. Was ist hier los? Oh, habt ihr weg? Ja, pass auf, 3 Biber haben wir jetzt. 3 Robo-Bibers. Wie viel produzierst du? Was wäre dann, wenn ich mich jetzt hinstellen würde? Kann ich das überhaupt machen? Und einfach mal hier ein Deich hinsetze.
So, hier so. Also wenn du zum Arbeiten hier rankommst, kommst du hier mit sich auch ran. Er sieht Maschine direkt los, das ist ja schon mal gut. Pass mal auf. Jetzt wird's witzig. Bevor ich hier auf RoboBieber umstelle, muss ich natürlich immer noch mal ein bisschen ausgeben. Ne? Es ist ja so, dieses Spiel ist ja ein reines Investment. Mit guten Investments kenne ich mich in diesem Spiel ja natürlich aus. Oh, wenn das einer hört, ne? Wie viel Energie habe ich denn über? 235. Das heißt, 2 oder 3 kann ich schon mal betreiben. Dann machen wir hier eine Ladestation, da eine Ladestation hin. Jetzt will ich hier auch noch eine hinsemmeln. Was kostet die Welt? Was soll der Geiz? Geiz ist geil. Nein, ist er nicht. Dann machen wir hier nochmal einen und da nochmal einen hin. Und dann sagen wir ihm hier, weil wir ganz toll sind, bitte alles voll mit Eiche. Machen wir alles voll mit Eiche. Hier voll mit Eiche, da voll mit Eiche. Alles voll. Dann kannst du mich hier vorne mir mal wie ich runter machen. Und jetzt kommt's. Wir sind ja noch nicht fertig. Machen wir auch nochmal alles voll. Ach, ist das nicht schön. Fellbereich steht ja. Viel Spaß. Produziert, Freunde. Produziert. Oh, gleich sind wir bei 10.000. Ich müssen wir nur noch warten, bis wir genügend Vorlauf haben, dann reproduzieren sie sich von selber. Hier. Aber mal eine Frage für einen Freund, ne? Wie viel könnt ihr tragen? 15 von 20 Kilo, das trägt 5 Bretter? Also, da sage ich nicht nein. Was haben wir jetzt hier? Also kommt ihr da oben ja anscheinend hin. Das heißt, es macht euch ja mit Sicherheit auch nichts aus, das hier nochmal ein bisschen weiterzuziehen, oder? Läuft das hier schon drüber, oder was? Eigentlich ja nicht. Nö. Damit habe ich nämlich schon gerechnet, dass denen irgendwann unterwegs der Saft ausgeht. Wärst du denn wenigstens... Es müsste für die Viecher WLAN-Strom geben. Es müsste für diese Viecher WLAN-Strom geben. Schmierfett-Kontrollturm als Boost. So, Kontrolltürme setze ich nicht. Das ging beim letzten Mal ja so wunderbar in die Hose, weil ich da alle meine Forschungspunkte verballert habe. Aber wir haben 10.000 Forschungspunkte. Die geben wir auch direkt aus. Halt, nein! Oh. Ich wollte gerade sagen, ein bisschen was müssen unsere normalen Biber auch noch machen dürfen. Wenn wir hier nochmal 5.000 zusammen haben, dann läuft. Mal ein ganz anderer Schnack. Schmierfett, was brauchen wir dafür? So, du brauchst 3 in der Stunde. Das heißt, ich kann maximal 3 Stück davon bauen pro Forschungseinheit. Das heißt, wenn ich hier den hier irgendwo hinsetzen wollen würde und damit die Karte zupflastern möchte. Nee, lassen wir mal. Aber für Schmierfett braucht ihr dieses komische Mittel hier. Extrakt. Für Extrakt. Jetzt geht's ins Eingemachte. Zentrifuge, macht aus Holz und Faulwasser Extract. Braucht 200 PS. Das mit dem Strom lassen wir mal außen vor, das interessiert mich gerade nicht. Irrigation Tower, oh Gott, Faulwasserflug kommt. Irrigation Tower interessiert mich auch nicht. Mich jetzt Tatsache interessiert ist, wieso habt ihr keinen Weg? Achso. Weiß, warum ihr keinen Weg habt. Macht aber nichts. Ihr macht jetzt sowieso den Robo-Biber.
Boink. Dementsprechend interessiert uns nämlich auch gleich die Faulwasserflut nicht mehr. Und wir haben hier drei Ladestationen. Das heißt, er kann sich mit Energie versorgen. Energie versorgen. Jetzt haben wir die Dinger gesetzt. Jetzt haben wir 510 PS. 510 PS. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir dieses hässliche Schmiermittel hier irgendwie herkriegen. Das heißt, wir müssen da wohl über den Extraktor draufpacken. Wir haben ja Robo-Biber, die bauen. Wir haben ja schon gar keine normalen Biber mehr. Das heißt, die werden auch nicht infiziert. Das heißt, wir können da ran. So, bevor uns jetzt hier wieder alles um die Ohren fliegt, macht ihm ja mal bitte das Basen voll. Dann gehen wir auf die andere Seite und sagen ihm vorsichtshalber einmal schnell kurz Stopp, Pause. Beat, 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 beat. Danke und weiterlaufen lassen. Husch. So, und hier macht ihr noch ein bisschen weiter, sagt ihr. Gut. Sehr schön. Laufen lassen. So, wir haben noch 1,9 Tage. Das heißt, da geht noch was. So, Schmierfett. Wir brauchen Schmierfett, damit wir die fetten können, damit sie dann dementsprechend einen Bonus kriegen. Kriegen wir auch hin. Zwei. So, jetzt stellen wir die schon mal um. Ein Roboter, Roboter produzieren. Finde ich aber gut. Dann können die nämlich anfangen, sich jetzt selbst zu reproduzieren. Geil. Ja, er pflanzt fleißig an. Er pflanzt fleißig mit. Die sind fleißig am Ernten, die beiden. Sehr schön. Müssen wir natürlich nur noch die Läufer jetzt umstellen, nach und nach, auf Robo-Biber, wenn wir die Zeit haben. Und dann würde ich sagen, Invasion kann beginnen, ne? Das Geile ist an der ganzen Nummer ja auch immer noch die Tatsache, dass ich immer schon sehen wollte, wie arbeitslose Biber sich verletzen. Also wenn die keine Lebensaufgabe mehr haben, ne? Bauen die auch nur noch Scheiße, kann das sein? Also, die verletzten Rate geht stabil nach oben, so ist das nicht. Ding ist, was stelle ich mit euch an? Was stelle ich mit euch an? Ich habe ja auch keinen Bock, die als einfach so zu opfern und ins Exil zu schicken oder so. Brauchen doch irgendwo eine sinnvolle Aufgabe. Ja, pass auf, ich habe eine Idee, wir machen was. Wir brauchen ja sowieso Forschungspunkte noch und noch, ja? Und die scheinen ja sowieso Langeweile zu haben. Da können wir auch nochmal 8 Forschungsstationen irgendwo hinsammeln. So, hier nochmal dabei sein, hier nochmal frei sein. Wir lümmeln hier noch ein paar Forschungsstationen hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und noch eine hier vorne hin. Dann sind wir bei 8. Das ist jetzt auch nur eine provisorische Lösung. Hauptsache, wir kriegen nochmal 8 Forschungsdinger nach 8 in der Stunde. Das ist in Ordnung. Kann man mal machen. So, 0,3. Dann machen wir hier die Schotten schon mal wieder dicht. Machen hier die Schotten dicht. Und freuen uns. So, was macht die Holzproduktion? Wird langsam, ne? Ja, Stück für Stück. Hier kannst du auch noch ein bisschen anpflanzen. Und hier unten kannst du auch noch ein bisschen anpflanzen. Wird jetzt aktuell zwar weniger wachsen,
Da ist nichts mit Vexi, no Vexi. So, jetzt? Ach, läuft es trotzdem weiter, wie schön. Ja, das Ding ist gut. Das große Wasserrad mit Deich gefällt mir. Ist mal so eine ganz rein prophylaktische Frage. Welches von beiden hätte denn mehr Energie gegeben? 270 pro Quadratmeter? 180 pro Quadratmeter? Ja, gut. Bist du genauso groß? Natürlich. Möchte ich mich jetzt aktuell nicht weiter zu äußern. Alleine schon das Ding kostet 4000, ne? 300 Zahnräder. So, aber wie kriege ich denn, brauche ich eine Faulwasserpumpe, ne? Boah, das ist aber schon schwierig, ne? Wie krieg ich denn hier Wasser rein? Verschließt eine Faulwasserquelle, kann beliebig geöffnet und geschlossen werden. Im geöffneten Zustand gewährt es den Zufluss von Faulwasser bei Dürren. Nur ebenerdig muss auf den Boden gebaut werden. Da werden wir wahrscheinlich eine eigene Aufbereitungsstation verbauen. Gleich stelle ich fest, zwei reichen gar nicht. Wäre schon belastend. Wäre schon belastender. Okay, dann läuft das aber schon mal. Wir haben schon drei wieder. Drei Roboterbiber. Aber wir haben immer noch keine 5000. Ihr habt eine Aufgabe? Ihr freut euch? Na, guck mal eine an. Nur noch zwei verletzte Biber statt 10. Ist das nicht schön? Kaum haben sie wieder eine Aufgabe, brechen sie sich nicht mehr die Knochen, weil sie zu blöd sind, zu Hause zu leben. Was kostet mich das denn hier? 5k, immer noch. Schade, hätte sein können, dass es einen Rabatt gibt oder so. So, pass auf, hier stellen wir um. Ihr macht jetzt 24-7 Roboterproduktion zu zweit. 30 Stück haben wir. Ey, der erste müsste doch bald umkippen, oder was? Ah, hier, 26. Wann wurdest du denn gebaut? Das würde mich jetzt echt mal interessieren, also. Da ist der nächste gekommen. Das Gebäude benötigt Wasser. Naja. Ist doch noch was da. So, was macht denn der Baumwachstum hier? 2%, 16%. Tod. Obst. 10%, ja, geht ja. Hauptsache, wir kriegen hier auf jeden Fall besser was nach. Aber wenn die Faulwasserflug kommt, geht das definitiv höher. Sei es drum. Ganz ehrlich. Halb so dramatisch. Wir kommen voran, das ist das Wichtigste. Ich warte einfach nur darauf, dass wir jetzt für 5K zusammen haben, dass wir die nächsten Robobiber einfach in die Produktion setzen können, dass sie Tag und Nacht laufen können hier. Ich meine, mit dem Wasser ist das eine geile Idee gewesen. Ich meine, wir haben jetzt 1,8K. Das ist schon mal super. Super ist das.
ja. Ach, ich finde das schön. Man kann sie zwischendurch so einfach mal so beobachten und... Ach, und dann sehe ich das und denke mir so... Nee. Hälfte ja schon wieder abgenipselt. Wie war das? Ich bin dafür, wir machen hier einen Kahlschlag drumrum, setzen hier einen riesengroßen Wasserbehälter hin und fluten einfach die ganze Karte. In regelmäßigen Abständen einfach so flatsch und tschüss, alles voller Wasser, alles wieder grün. Nein, geht natürlich nicht. Geht natürlich nicht, das ist mir auch klar. So, wie viele Forschungspunkte haben wir? 39, 54, 64, 74, 84, 94, bam, 5k. Danke. Glückwunsch, wir können auf Roboter umswitchen. Das wollte ich noch schaffen. Das war mir wichtig. Ne? Dann weiß ich jetzt auch schon, wie ich die Folge benenne. Wenn Roboter Roboter kriegen. Ja, seht ihr, so schnell kann es gehen. Alles tutti. So, Faulwasserflut beendet. Schleusen wieder. Hier die Schleuse hoch auf. Absolutes Traum. Absolutes Traum ist sogar das Deutsch, ne? Absoluter Traum, wollte ich eigentlich sagen. Absoluter Traum, absolut kein Drama. Wir haben immer noch zwei Biber auf Reserve. So, wie lange hält der andere noch? Sweet. 22%. Er ist hartnäckig. Er hält durch. Also die kippen nicht so schnell aus den Latschen. Hier, er hat noch 7%. Ne, warte mal, das ist Wachstum. Das sind die Jungtiere. Ups. Hier steht nichts von Haltbarkeit, ne? Ist ja blöd. Ah, ich meine, okay, mit 22%, wenn der sich so durchbeißt, das ist immer noch der erste Roboter. Da kann man mit leben, ganz ehrlich. Na, das ist vollkommen fein. So, gut, dass das Wasserrad jetzt nicht das Optimalste ist, das lassen wir auch mal dahingestellt. Es reicht ja, um die vier Dinger hier zu treiben. Ich meine, wir können theoretisch auch noch mehr davon betreiben. Daran soll es nicht scheitern, ne? Aber das könnten wir hier eigentlich auch machen, fällt mir gerade mal so ein. Ich habe doch gerade eben noch überlegt, wie ich es hinbekomme. Dass wir hier Energie kriegen mit dem einen Wasserrad. Ganz einfach. So, das hat er gebaut. Mach mal so. Ja klar, schalt frei, bau. Ich koste doch nur Bretter und Rohholz, bitteschön. So, jetzt können sie zwar hier vorne gleich nicht mehr langlaufen, glaube ich. Können sie doch. Wie sie das können. Gut, ich hätte das mal ein bisschen weiter nach hinten setzen sollen. Was ist hier eigentlich los? Warum schwappt das immer so Stückchen für Stückchen? Wegen der Pumpe hier drin, oder wann? Weil hier läuft das auch permanent durch. Hier noch nicht. Kommt es immer so schwabbelartig an. Ja, wahrscheinlich, weil die Pumpen hier schneller Wasser wegpumpen, als es reinläuft oder so. Kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Das machen wir jetzt auch schnell fertig. Ich hab's gerne einheitlich. Ihr habt doch sowieso den ganzen Tag nichts zu tun. Ihr baut doch jetzt sowieso nur noch. Dann tut mir doch bitte wenigstens den Gefallen. Dann könnt ihr mir hier auch ein bisschen was bauen. Und zwar hier könnt ihr mir... mal das hinbauen. Dann baut ihr mir da oben drauf eine Kreuzung. Dann baut ihr mir hier vorne den Weg nach unten. Und dann könnt ihr mir hier vorne nochmal so ein...
so ein Ding bauen. Dann baut ihm hier vorne auch noch eine Kreuzung nach unten, bitte. Nee, das dumm. Das macht ihr bitte nicht. Ich will hier gerade einfach nur so eine Ladestation hinsemmeln. Ich will halt jetzt Stück für Stück wirklich umstellen. So, hier haben wir eine Ladestation. Umstellen ist auch mal geil. Stellen. Ladegang. 800, 600. Guckst du. Dann könnte ich hier nochmal schnell ein paar Ladestationen hinsemmeln. So, bam, bam, bam. Da nochmal drei Stück. Und hier können doch theoretisch auch noch welche hin, oder nicht? Nicht immer noch eine T-Kreuzung? Nee, nicht so eine normale gesetzt. Das macht aber nichts. Dann setze ich mir hier noch eine Ladestation hin und hier, weil hier ist sowieso Überproduktion mit drin. Dürfte ja theoretisch passen. Sind auch nur die ganzen terraktiven Biber drin, ne? Was ist hier los? Hier, ich switch um. Was kostet das? 1K, haben wir das? Jo, haben wir. Aber wollen wir das? Nein, wollen wir gerade nicht. Ja, dann würde ich sagen, zack. So, jetzt findet der Transport Tag und Nacht statt und die Produktion findet, also der Bau findet Tag und Nacht statt. Das ist doch geil. So können wir es lassen. So, das reicht jetzt aber auch für diese Folge. Und ich sage danke fürs Zusehen. Kann es immer nur wiederholen, falls auch nicht geschehen. Gerne Kanal abonnieren. Gebt dem Ganzen hier gerne Däumchen nach oben und haut mir gerne in die Kommentare, wenn ihr Tipps, Tricks, Ideen habt, Kritik, alles, das volle Programm. Ich nehme alles in dem Sinne. Haut rein, macht's gut und tschüss.